Wir sind die Gecko Rockets und wir begrüßen euch zur Präsentation von Hyreth. Dabei schauen wir uns erstmal an, welche Themen heute in der Präsentation behandelt werden. Zuerst gehen wir auf die Vision ein, also was ist Hyreth eigentlich genau? Danach gucken wir uns die Produktion an. Nach der Produktion übergebe ich an unseren Artlead Kevin, der euch etwas zum Artbereich sagt. Und zum Schluss gucken wir uns nochmal unser Team an. Fangen wir also an. Hyreth ist ein 3D-Action-Adventure-Game, in welchem der Spieler im Nahkampf Gegner bekämpfen muss. Dabei wechselt er zwischen einem Mecha und einem spielbaren Main-Charakter, einem kleinen Jungen. Das Ganze spielt in einer Science-Fantasy-Welt, wo Technologie auf Magie trifft und mit Natur zusammenwächst, um so das Setting zu ergeben. Hier sind noch einmal die Key-Fakten. Es ist ein Singleplayer-Spiel, welches man mit Controller oder Keyboard oder Tastatur auf dem PC spielt. Das Ganze haben wir in der Unreal Engine entwickelt und wie gerade eben schon gesagt, es ist ein Action-Adventure-Spiel. Man sieht es aus der Third Person. Wir haben uns für den Artstyle Stylized 3D entschieden mit einem Shader im Cell-Shading-Look. Die Target-Gruppe haben wir ungefähr auf plus 12 festgelegt und wir sind die Gecko Rockets. Wir entwickeln das Ganze. Hier kommen wir nun zu unserem Core Loop. Das heißt, man kann rumgehen, man kann Gegner bekämpfen, dann wechselt man, wie eben schon gesagt, zwischen Mecha oder Mensch und dann läuft man wieder rum, bekämpft mehr Gegner und so weiter und so fort. Was dabei auffällt, ist, dass die Regeneration rausgefallen ist. Vorher hatten wir es so, dass wenn du als Mecha rumrennst, du die HP des kleinen Jungen regenerierst und wenn du als kleiner Junge rumrennst, regenerierst du die HP des Meckers. Das ist jetzt rausgefallen, denn nun sieht es wie folgt aus. Wenn du vom kleinen Jungen in den Mecker wechselst und wieder zurück, aber wenn du als Mecker rumrennst, kannst du mit deinen Attacken einen mächtigen Angriff aufladen und diesen dann auslösen. Das war sozusagen, haben wir in der Iteration rausgefunden, dass es nicht so belohnt ist, den Mecker zu spielen, also haben wir diese Attacke hinzugefügt. Es ist geblieben, wenn der Mecha stirbt, erhöht sich der Cooldown und du kannst ihn für eine längere Zeit nicht zurückrufen. Die HP des Spielers regeneriert man nun über Monster-Drops, die die Gegner fallen lassen. Was sind unsere Project Goals? Wir wollen natürlich das Ganze, wir wollen jetzt ein gutes Fundament legen, um dann im nächsten Semester damit weitermachen zu können, um es dann beim Deutschen Computerspielepreis einreichen zu können. Damit wir das erreichen, müssen wir natürlich das Spiel auch gut produzieren. Dafür haben wir uns erstmal unsere Target Group rausgesucht. Ein Beispiel dafür wäre Tim. Tim ist 15 Jahre alt und hat sehr viel Zeit. Er geht zwar noch zur Schule, oder er geht zur Schule, aber nach der Schule hat er, wie gesagt, viel Zeit. Er liebt Role-Playing-Games und spielt diese gerne in seiner Freizeit. Gerade mag er es, wenn er da in den Spielen auf viele Gegner einschlagen kann. Und er guckt viel Anime und deswegen gefällt ihm das Thema mit den Mechern sehr gut. Was die Spielertypen angeht, haben wir gemerkt, dass wir natürlich sehr viel mehr die Killer ansprechen als alles andere. Du gehst rum und schlägst Gegner, bis sie umfallen. Sprechen wir bisher die Explorer schon an, im Sinne von, dass man diese offene Welt, die wir ihm bieten, begrenzt auf diesen Tutorial-Bereich, den wir machen, den kann man erforschen, aber es ist noch nicht so viel da, dass die Explorer wirklich dazu verleitet sind, sich alles anzugucken. Auch die Achiever haben werden ein bisschen angesprochen mit der Attacke, die man als Mecha aufladen muss. Und wenn man sie dann auslöst, ist das natürlich ein tolles Gefühl. Daran wollen wir aber arbeiten, gerade diese beiden Typen noch mehr anzusprechen, um es nicht nur einseitig auf die Killer zu haben. Unser Scope für das Ganze sieht wie folgt aus. Wir wollen zwei Gegnertypen haben. Einmal einen kleineren, Humanoiden für den Menschen und einen Mecha-Gegner. Das heißt, wir brauchen auch zwei Mecha, also einmal den Spieler-Mecha und einen Gegner-Mecha. Wir wollen drei Environments haben. Zwei davon habt ihr im Bildschirm gesehen. Einmal den Cherry Blossom Wald und die weite Fläche am Ende mit dem großen Gegner. Das Ganze soll ungefähr 15 Minuten an Gameplay umfassen und beschreibt eben den Tutorial-Bereich für das Action-Adventure-Spiel, was danach folgt im zweiten Semester. Wir haben natürlich auch unser Spiel gegliedert in Must-Haves, Should-Haves und Nice-to-Haves. Must-Haves ist dabei das Movement. Man muss sich bewegen können und man muss wechseln zwischen Mecha und Mensch. Dabei ist auch wichtig, dass das Combat-System steht und dass die Enemies nicht zu dumm wirken. Weil es macht zwar Spaß, Gegner
kaputt zu schlagen, aber es ist nur ein Kampf, wenn er sich auch wehrt. Should-haves wären dabei dann zum Beispiel, dass wir noch eine Dash-Attack vielleicht reinbringen wollen, um ein bisschen mehr Movement in den Kampf reinzubringen. Wir wollen vielleicht Items destroyen können, wie Wände und Video-Settings, aber das haben wir erstmal in Should-haves gestellt, da es für das Combat-System nicht wichtig ist. Und eine Menge Nice-to-haves gibt es, sowas wie eine Area-of-Effect-Attacke oder einen Block, um den Combat noch ein bisschen zu verfeinern. Und natürlich haben wir auch gleich gemerkt, dass nicht alle Ideen umsetzbar sind, also haben wir einige Sachen rausgeworfen, wie zum Beispiel das Klettern oder das Übernehmen von anderen Mechas, um diese dann zu steuern. Wie wollen wir uns das Ganze über die verschiedenen Gates aufteilen? Für Gate 1 haben wir uns vorgenommen, dass wir jetzt einen Prototyp des Combat-Systems haben. Wir wollten Save Points drin haben, also Checkpoints, den Switch zwischen Mecha und Human spielbar haben. Sollte Environment Design passieren, dazu wird euch später auch noch mehr erzählt. Wir wollten das Prototyp-Level stehen haben und wir hatten uns schon vorgenommen, den ersten Mecha vom Model her fertigzustellen, damit unser Animator gleich loslegen kann. Naja, wir haben nicht alles davon erreicht. Gerade der Mecha war ein bisschen hochgegriffen, aber dann wird das eben für Gate 2 gemacht, da wir da schon sehr weit gekommen sind. Auch die Save Points haben uns jetzt zum Ende hin noch mal ganz kurz Probleme bereitet, deswegen sind sie noch nicht ganz drin. Gate 2 sieht dann also wie folgt aus. Wir machen den Mecha fertig. Wir wollen das spielbare Tutorial-Level haben. Ein UI, was nicht mehr nur Platzhalter ist. Die Hintergrundmusik im Spiel weiter gepolished haben, dass es nicht nur das Layout ist, was wir jetzt haben, sondern schon besser angepasst. Wir wollen ein Feedback per Sound oder per Effekten, wenn ein Gegner getroffen wird oder man selbst getroffen wird. Und mit dem Polish anfangen. Für Goldmaster geht es dann eben weiter mit dem Polish. Soundeffekte und Special Effects werden eingeführt. Die Nice-to-Haves wollen wir abklappern und dann noch die Collectibles oder Achievements reinbringen, um die Explorer oder Achiever mehr anzusprechen. Und das Ganze wollen wir dann weiterführen im nächsten Semester. So, jetzt habe ich aber genug geredet und würde abgeben an Kevin, unseren Lead Artist. Genau, auch einmal hallo von mir und ich hoffe, euch allen geht's ganz gut. Ich werde euch jetzt ein bisschen was über unseren Artbereich erzählen, was wir jetzt schon alles erreicht haben, wie der Stand der Dinge ist und was wir alles noch so vorhaben. Zum Charakter. Wir haben uns überlegt, dadurch, dass wir einen Entschuldigung für den Hintergrund, beziehungsweise das alles ganz gerne stylized halten wollen, dass wir auch den Charakter so halten möchten. Deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir das am besten umsetzen, was sind so unsere Ideen, sind ein paar Iterationen durchgegangen und dann haben wir uns überlegt, ja, hey, so ein Toonie-Look, also so ein ganz netten, süßen Charakter, wäre doch ganz niedlich. Und da ist uns dann gleich erstmal so eine Art Anime-Charakter im Sinn gekommen, aber nicht östlich, sondern eher so westlicher Herkunft, also eher ründlichere Formen. Und das war dann unsere erste Inspiration, die wir hatten. Danach hatte dann Raphael ein Konzept draus gemacht, wo wir uns dann darauf geeinigt haben, okay, hey, so relativ lässig, cool, und mit einem Breitschwert als Waffe. Und demnach hatte er dann auch jetzt schon mal dann soweit dann auch einen Blockout davon gemacht, vom Gesicht und vom Oberkörper. Nicht ganz zu vergessen, der Mecha, der schon erwähnt wurde. Auch ein paar Iterationen durchgegangen. Was können wir dann dort als Vorlage nehmen? Ein paar Inspirationen durchgegangen, wonach dann auch Rafa dann sich auch angesetzt hat und auch ein Konzept daraus gefertigt hat, den ich dann jetzt erstmal schon mal geblockoutet habe. Und hatten wir auch schon darüber überlegt, dass eine coole Sache wäre, wenn es zum Beispiel bei den Gelenkpunkten so eine Art Energiepunkte gibt, die durch den Körper durchfließen. Ja, da sieht man es zum Beispiel an dem Ellbogen oder an dem Handgelenk, dass es dort dann diese Art Energie gibt, die dann die verschiedenen Gliedmassen auch zusammenhalten. Vom Artstyle von der Welt haben wir uns an Ni No Kuni gewandt und Zelda. Man muss sagen, es ist mehr Zelda als Ni No Kuni geworden.
woraus sich dann auch das Land von Astros ein bisschen gebildet hat. Wie man dort sehen kann, ist hinten links in der Ecke der Cherry Blossom Wald, in der Mitte der Wasserfall. Rechts in der Ecke sind die Tempelruinen und unten links ist die Enemy Base. So ist die Vorstellung von unserem Land, was dann auch später dann das 15-minütige Gameplay auch als Tutorial erklären würde. Und rechts dann zum Beispiel vom Cherry Blossom Wald auch mal kurz mit einem Color Scheme zu sehen. Ja, der finale Look. Wir haben uns jetzt das Asset Pack Dreamscape Nature körperlich erworben. Wir wollen auch das Pack soweit komplett ausnutzen, möchten dies aber auf jeden Fall mit unseren eigenen Props und Environment-Objekten soweit ausstatten, dass das nicht unser Hauptfokus ist und dass das auf jeden Fall nicht überwiegt. Also da achten wir auf jeden Fall schon drauf. Die ganzen Environment und Props kommen auf jeden Fall von Sophie und Tarek. Und wir haben auch unseren eigenen Shader. Der Shader ist schon, wie Jelly gesagt hat, ein Cell-Shading-Look mit schwarzen Outlines und die einem Cartoony-Look geben sollen. Das war der Shader. Sorry. Ja, das war, so sah der Shader vorher aus, genau. Und danach, so sieht der Shader aus, jetzt zum Beispiel, wie er in der Welt dann auch angewandt wurde, wie ihr schon im Trailer gesehen habt. Genau, und jetzt auch nochmal in groß. So sieht die Asset Farm aus. Ihr könnt euch gerne kurz einmal die Asset Farm angucken. Ich werde darüber was kurz erzählen. Wir haben uns nämlich gedacht, dadurch, dass wir im Trailer, beziehungsweise, sorry, nicht im Trailer, sondern wenn wir das Tutorial machen, dass wir dort ja eine Ruine haben. Deswegen wurden jetzt erstmal auch mit verschiedenen Assets angefangen, die eine Ruine darstellen könnten, wie zum Beispiel verschiedene Steinmauern oder Säulen oder Steine zum Beispiel mit verschiedenen Insignien. Ja. Und da wird dann auf jeden Fall weiter daran gearbeitet, dass dann zumindest beim Tutorial die Ruine steht. So sieht das Diorama aus. Da haben wir Wert drauf gelegt. Da habe ich auf jeden Fall auch nochmal nachgefragt, wie das Diorama eigentlich aussehen sollte. Und das ist jetzt ein 50-50. Das heißt, aus 50% sind das die gekauften Assets, also die wir käuflich erworben haben, und zu 50% die eigenen Assets, die wir erstellt haben. So, und hier nochmal die Points of Interest. Oh, Mr. Cherry Blossom, da fängt der Charakter an. Da läuft er dann rum und findet sein Schwert. Bei den Temporinen, da findet er dann den Mekka. Bei dem Wasserfall wird er dann auf jeden Fall einige Gegner treffen, genauso wie bei den Hills und Fields, wo der Charakter dann auch, beziehungsweise der Spieler, sich frei entfalten und bewegen kann. Und hier seht ihr auch nochmal das Land von Astros. Genau, und jetzt gebe ich wieder an Jelly ab. Danke dir, Kevin. So, kommen wir zum Branding unseres Teams. Wir haben uns den Namen Gecko Rockets ausgesucht, hat uns einen Teamname Generator ausgespuckt und wir waren alle ziemlich zufrieden damit. Wir haben einmal eine schwarz-weiß Version mit transparentem Hintergrund, die seht ihr jetzt auf der rechten Seite gerade als Wasserzeichen benutzt, mit nur dem Gecko, auf den ganzen Folien ist das nämlich auch zu sehen. Und die farbige Version haben wir uns für orange entschieden, weil orange eine helle, freundliche Farbe ist und es auch orangene Geckos gibt. Kommen wir aber jetzt zu unserem Team. Das heißt, unser Teamlead ist Tom und dann gibt es mich, Jelena, die Producerin. Game Design übernimmt bei uns Ashkan, den Lead Game Designer, und Nico ist Hälfte der Woche aktiv dabei und hilft beim Game Design und macht da sehr viel. Unsere Artists bestehen aus Kevin, unserem Lead Artist, der sich auch um Hard Surface und den Mecha kümmert. Sophie macht das Environment Concept und auch dann das Environment Design. Raphael kümmert sich um die Character Concepts und jetzt um den Main Character, das 3D-Model davon. Philipp ist zuständig für die Special Effects und hat den Shader gemacht. Und Tarek ist neu dazu gekommen, hat sich aber gleich dran gesetzt, die Assets für die Ruinen zu machen in 3D. Programmiert wird das Ganze von Keanu und von Mert. Mert macht dabei die KI. Wir haben auch externe Teammitglieder. Da wäre einmal Aline, die aktiv am Game Design sitzt.
Wir haben Felix, Florian und Selina als Art Support. Marco ist aktiv dabei als Animator und Team Support. Und Franz macht für uns die UI-Elemente, genau wie GUI. Wenn es bei den Programmern mal stockt, können sie entweder zu Basti gehen und dort Hilfe bekommen, aber auch von Björn Rat kriegen als ihr Programmer-Mentor. Und um Hyrith zu vertonen, haben wir einmal Christian, welcher Sounddesign und Soundeffekte macht, aber auch Jens, also JD, der für uns Musik und Ambience macht. Damit sagen wir vielen Dank und wir freuen uns auf euer Feedback.